Heute berichten wir über die Gemeinwohlökonomie. Warum? Ganz einfach. Die Bewegung der Gemeinwohlökonomie ist 5 Jahre alt geworden und ein Rückblick auf diese Zeit erlaubt uns vielleicht eine erste Einschätzung darüber, wie es ihr ergangen ist, welchen Herausforderungen sie begegnet ist und was sie bislang erreicht hat. Diesen Fragen möchte ich heute mit meinem Studiogast, einem Pionier der Gemeinwohlökonomie, Haru Kolshorn, nachgehen. Herzlich willkommen, Haru Kolshorn. Hallo. Die Gemeinwohlökonomie versteht sich ganz selbstbewusst als ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft. Sie will Aufbruch sein zu einer ethischen Marktwirtschaft, deren Ziel nicht die Mehrung von Geldkapital ist, sondern das gute Leben für alle. Sie setzt die Menschenwürde, die Menschenrechte und die ökologische Verantwortung als Gemeinwohlwerte auch in der Wirtschaft um. Wie diese Werte im unternehmerischen Alltag gelebt werden können, zeigt die sogenannte Gemeinwohlmatrix, die laufend weiterentwickelt wird. Mittlerweile gibt es sie in der Version 4.1. Anhand dieser Matrix erstellen die Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz, die extern überprüft und anschließend veröffentlicht wird. Ziel ist es, dass besonders gemeinwohlorientierte Unternehmen in Zukunft rechtliche Vorteile bei Steuern, Krediten und öffentlichen Aufträgen und im internationalen Handel erhalten sollen. Ziel ist auch, dass Unternehmensgewinne nicht mehr das Vermögen externer Kapitalgeber und Geberinnen vermehren, wie zum Beispiel das von Aktionären und Aktionärinnen, sondern dass diese Gewinne zurückfließen in das Unternehmen in Form von zum Beispiel Gehaltserhöhungen oder Stärkung der Alterssicherung der Beschäftigten. Unternehmen sollen so frei werden vom Druck der Kapitalrendite, wodurch generell der Drang zum Wirtschaftswachstum schwinden soll. Die Bewegung der Gemeinwohlökonomie versteht sich dabei als sehr ergebnisoffen, auch gegenüber anderen alternativen Wirtschaftsmodellen, wie zum Beispiel der solidarischen Ökonomie, der Postwachstumsökonomie oder der Allmendenbewegung. Sie will partizipativ wirken, zunächst auf lokaler Ebene wachsen und sogenannte lokale Wirtschaftskonvente einrichten, in denen wir Bürgerinnen und Bürger über Grundwerte der Wirtschaft abstimmen. Diese Grundwerte sollen dann eine neue Wirtschaftsverfassung ergeben. Last but not least will die Gemeinwohlökonomie auch global ausstrahlen. Dazu aber später mehr. Lieber Haru Kolshorn, Sie sind Biogärtner aus Bruckmühl im Landkreis Rosenheim und einer der Gemeinwohlpioniere Bayerns der ersten Stunde. Schon im Gründungsjahr 2011 haben Sie als Unternehmer mit 4 Mitarbeitenden eine Gemeinwohlbilanz erstellt und an der Weiterentwicklung dieses Messinstruments maßgeblich mitgewirkt. Was unterscheidet diese Bilanz von den schon bekannten Sozial- und Umweltbilanzen, die heute unter dem inzwischen landläufigen Begriff Corporate Social Responsibility erstellt werden? Ja, allein, wie Sie eben sagten, ich habe daran mitgewirkt, allein die Entstehung der Gemeinwohlbilanz ist schon, dieser Gemeinwohlmatrix ist schon eine ganz andere. Sie entstammt einer Bewegung und ist nicht das Ergebnis von irgendwelchen Überlegungen in Fachkreisen praktisch von oben aufgesetzt, sondern sie kommt von den Unternehmen, aus dem Kreis der Unternehmer und Unternehmerinnen her. Dort ist sie entstanden und folglich hat sie auch einen viel umfassenderen Ansatz. Es geht nicht nur um bestimmte ökologische oder bestimmte soziale Kriterien alleine, sondern es geht um eine gesamte ethische Ausrichtung der Unternehmen. Das Weitere darüber hinaus ist, dass zumindest vom Ziel her die Gemeinwohlbilanz auch mit Rechtsfolgen verknüpft werden soll, sodass die Unternehmen, die gemeinwohlorientiert wirtschaften, nicht dann immer die Dummen sind, sondern zumindest einen Ausgleich für ihren erhöhten Aufwand erhalten und so auch im Wettbewerb gestärkt werden. Können Sie da ein paar Vergünstigungen nennen? Was stellt sich die Gemeinwohlökonomie da konkret vor? Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Also zunächst mal muss man sagen, dass gemeinwohlorientierte Wirtschaften brauchen natürlich die Anerkennung der Verbraucher und Verbraucherinnen. Das ist Voraussetzung. Wenn das nicht da ist, dann geht gar nichts. Aber darin unterscheidet sie sich nicht, sondern die Rechtsfolgen, die Folgen wären dann eben wirklich eventuell rechtlicher Art, zum Beispiel im Steuerrecht, dass solche Unternehmen mit anderen Steuersätzen besteuert werden,
im öffentlichen Beschaffungswesen, bei Kreditkonditionen. Das wären eigentlich schon mal die wesentlichen. Es gibt dann fachspezifisch in den einzelnen Branchen sicherlich noch andere rechtliche Regelungen, die entsprechend auszurichten wären. Abgesehen davon, dass jetzt besonders gemeinwohlorientierte Unternehmen auch vergünstigt werden sollen, erlaubt ja ein Blick auf diese Matrix, 17 Eckpunkte, die da abgefragt werden, nicht nur Positivkriterien, was diese Unternehmen alles positiv tun, sozial, ökologisch und partizipativ, was die Beteiligung der Belegschaft zum Beispiel angeht, sondern es gibt auch Negativkriterien, also sozusagen Ausschlusskriterien, die dann eben nicht zu Begünstigungen führen. Was sind solche Negativkriterien zum Beispiel? Ausschlusskriterien sind es nicht, aber es sind welche, die die Performance negativ beeinflussen, also auch die Punktezahl, mit der diese Gemeinwohlbilanz arbeitet, mit der diese Gemeinwohlmatrix arbeitet. Und da gibt es eben für bestimmte Verhaltensweisen von Unternehmen eine Negativbewertung. Und solche Verhaltensweisen sind ja gang und gängig in unserer Wirtschaft. Zum Beispiel die Umgehung der Steuerpflicht, die Verhinderung eines Betriebsrates, eine exzessive Einkommensspreizung oder die sogenannte geplante Obsoleszenz. Das heißt, dass irgendwelche Produkte hergestellt werden, die möglichst bald kaputt gehen, damit die Verbraucher wieder neu kaufen müssen. Mhm. Und so etwas wird negativ bewertet und das wird in den anderen Messinstrumenten überhaupt gar nicht, kommt das gar nicht zur Sprache. Ein etwas größeres Unternehmen als Ihre Biogärtnerei, nämlich die Betriebskrankenkasse Provita mit 110.000 Versicherten und 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hat dieses Jahr ebenfalls eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Durch die Erfüllung ihres Kernauftrages, nämlich die Gesundheitsversorgung, scheint sie schon per se gemeinwohlorientiert zu sein. Auch ihre Rechtsform als Körperschaft des öffentlichen Rechts verbietet ihr, Gewinn zu erzielen. Wo also kann die Krankenkasse darüber hinaus gemeinwohlorientiert wirtschaften? Das und wie sie überhaupt zur Gemeinwohlökonomie gekommen ist, habe ich ihren Vorstand Andreas Schöffbeck gefragt. Ich habe in meinem Leben viele Bücher gelesen zu sozialkritischen Themen und dann habe ich auch ein Buch in der Hand gehabt von Christian Fellbaum, wo es eben über die Gemeinwohlökonomie geht, eine Wirtschaftsform als Zukunftsmodell. Das hat mich tief beeindruckt und dann habe ich eben schon immer gespürt, ja, im Wirtschaftsleben, wo wir uns hinbewegen, das kann nicht alles sein. Wir haben einen Planeten mit endlichen Ressourcen und tun so, als ob es diesen Fakt gar nicht gibt. Und das war letztendlich dann der Anstoß und dann habe ich noch den Helmut Lind getroffen, Von der Sparda-Bank München, genau, der schon das vorlebt und schon seine dritte Gemeinwohlbilanz gemacht hat. Und der hat mir gezeigt, dass das praktisch gar nicht so schwierig ist, wie sich manche das vorstellen. Und dann haben wir gesagt, das machen wir auch. Und dann haben wir angefangen. Und wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr euch in Kleingruppen zusammengesetzt im Betrieb und dann die einzelnen Punkte durchdiskutiert? Oder wie war der Prozess? Ja gut, ich habe mir zunächst mal, damit wir noch mal uns vertiefen damit befassen, einen Berater der Gemeinwohlorganisation geholt. Da habe ich mich mit ihm nochmal beraten und anschließend habe ich den gesamten Führungskreis der Kasse zusammengeholt und da habe ich die Absicht dann kundgetan, dass wir das machen und da haben wir uns dann ausgetauscht und da haben wir auch beschlossen, dann das machen wir und da haben wir dann in Arbeitsteams aufgeteilt. Es gibt ja diese Gemeinwohlmatrix, also das ist die Form, mit der man die ganzen Themen abarbeitet. Und das sind verschiedene Themenfelder. Die Themenfelder, die haben wir dann aufgeteilt, haben gesagt, wir gründen Projektgruppen. Und diese Projektgruppen, die haben wir dann quer durch alle Mitarbeiter besetzt. Es haben alle Mitarbeiter daran teilnehmen können. Es war uns wichtig, dass die Personalvertretung mit eingebunden ist und dass es offen ist, dass jeder daran teilnehmen kann. Und auch wenn er zukünftig will, weil das ein ständiger Prozess sein, dass er auch in die Gruppe rein kann. Das wird immer offen sein. Bei welchen Punkten der Matrix sind euch so die Schuppen von den Augen gefallen? Probleme, Herausforderungen oder Fragestellungen, die euch im Alltagsleben nie so aufgefallen sind? Wo waren die Herausforderungen und wo habt ihr einfach auch Schönes schon entdeckt? Mhm. Also Herausforderungen waren zum Beispiel, wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und müssen immer schauen, dass alles wirtschaftlich ist und abgesichert ist. Und wir haben auch Gelder der Versicherten, unsere Rücklage, die müssen wir anlegen. Und da haben wir festgestellt, wir haben bei Banken angelegt, da war zum Beispiel eine dabei, die eine brasilianische Bank, die in Projekte investiert, wo Regenwaldabholzung geschieht.
Und das ist uns da bewusst geworden, dass wir natürlich tief erschrocken. Und dafür haben wir jetzt gesagt, dass sowas nicht mehr passieren kann. Wo wir erfreut waren, das war zum Beispiel die Reflexion beim Umgang mit dem Personal. Da wurde uns bestätigt, dass wir mit dem Personal schon ganz gut umgehen. Was kam denn da während des Verfahrens, während der Erstellung der Bilanz für Rückmeldungen aus der Belegschaft? Ja, ich würde aber selber sagen, was ich so gespürt habe. Wenn man das Personal hat mitgearbeitet mit Anregungen. Ich habe mir immer gedacht, wir sind ja als gesetzliche Krankenversicherer der Solidarität verpflichtet. Da haben wir immer gedacht, wir sind die Guten. Aber da wird festgestellt, als Arbeitgeber kann man viele Details noch ändern, auch noch nachhaltiger schauen beim Ressourcenverbrauch, bei den PKWs, die wir benutzen und solche Dinge. Da waren wir nicht genug kritisch bei solchen Dingen. Da merkt man das dann, wenn man es halt reflektiert kriegt. Das heißt, es gibt jetzt noch viel zu bearbeiten, Neues zu entdecken für die nächste Bilanz. Steht denn die ins Haus? Die machen wir natürlich. Wir wollen das als ständigen Prozess und wollen regelmäßig bilanzieren. Und ich sage, viel ins Haus steht, ja, aber es ist ein ständiger Prozess. Wir warten jetzt nicht, bis wir dann wieder zum Bilanzieren gehen und dann fangen wir an zu arbeiten, sondern wir tun jetzt verbessern, zum Beispiel aktuell, wir machen Parkplatzumgestaltung, dann machen wir eine Elektrotankstelle und das nächste Poolfahrzeug für die Firma soll auch mal ein Elektroauto sein. Und an dem sieht man, dass es ein ständiger Prozess ist. Wir kaufen jetzt Porto, das Go Green von der Deutschen Post mit ein und solche Dinge, viele, was wir als laufenden Prozess jetzt schon machen. Wenn ich jetzt eine Unternehmerin wäre, die noch nie eine Gemeinwohlbilanz erstellt hätte, was würdest du mir zum Einstieg raten? Nicht unnötig Ängste zu haben. Und man kann auch unterschiedlich noch Firmengröße. Also wir haben knapp 250 Mitarbeiter. Da kann man es auf ein paar Schultern verteilen. Wenn ein Unternehmen kleiner ist, gibt es auch abgespeckte Formen, wo man es machen kann. Und man kann es unterschiedlich von der Tiefe machen. Und von dem her soll man keine Sorge haben und soll sich freuen, weil man dann einfach positiv reflektieren kann. Und ich glaube, die guten Unternehmer sind ohnehin die, die ihr Handeln ständig reflektieren und vor allem auf Ressourcenverbrauch. Das werden immer die Effektiven sein, die auch Zukunft haben und das hilft dann beim Reflektieren. Habt ihr jetzt inzwischen auch schon Kunden und Kundinnen, die genau deswegen, weil ihr eine Gemeinwohlbilanz erstellt habt, Kunde bei euch werden wollen? Ja, die haben wir und das hat mich natürlich besonders gefreut. Die schreiben das dann unten bei den Gründen. Wir fragen nach, warum jemand Mitglied geworden ist. Wir haben noch gar keine Spalte vorgesehen für Gemeinwohlbilanz und haben ein paar das unter Sonstiges schon hingeschrieben. Das waren für mich besonders freudige Erlebnisse. Die Gemeinwohlbilanz der BKK Provita, von der wir eben gehört haben, ist auch zu entnehmen, dass die Krankenkasse in Zukunft ihre CO2-Bilanz unter die Lupe nehmen will, beim Einkauf Fairtrade-Produkten den Vorrang geben will und bei ihren Lieferanten das Interesse für Ökologie und Nachhaltigkeit schärfen möchte. Aber lieber Haro Kolshorn, reicht das aus für einen grundsätzlichen Wandel in der Wirtschaft, wie ihn die Gemeinwohlökonomie anstrebt? Naja, sagen wir mal so, es ist ja nun immerhin schon was. Vor allen Dingen, wenn diese Bewusstseinswerdungsprozesse und auch das entsprechende Handeln wirklich über die ganze Bandbreite sämtlicher Bereiche im Unternehmen führt und nicht nur ein Unternehmen sich damit profiliert, das sagt, jetzt gibt es in der Mittagspause fair gehandelten Kaffee. Aber nein, es reicht nicht. Es ist nicht ausreichend, es ist wunderbar, es ist der erste Schritt. Aber es geht eigentlich um eine ganz neue Ausrichtung der Unternehmensführung. Jetzt im Falle der BKK Provita wäre das eine andere Art der Gesundheitsvorsorge, worum sie sich ja auch bemühen. Und in meinem Fall einer Gärtnerei um eine andere Art der Landwirtschaft, die sich in den Dienst des Gemeinwohls stellt, um wirklich die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Und die nicht steht, mittelbar oder unmittelbar, unter einem Renditedruck und nur irgendwelchen Kapitalgebern verpflichtet ist. Und dazu braucht es erstmal das Bewusstsein, dass ein solcher Wandel nötig ist und dann auch die entsprechenden Schritte. Aber die gehen noch tiefer als nur um die Beschaffung von irgendwelchen Hilfsmitteln. Habe ich das also richtig verstanden, dass die Gemeinwohlbilanz und die Matrix letztendlich nur im unternehmerischen Bereich ein Handwerkszeug ist, um so Veränderungsprozesse im Unternehmen sichtbar zu machen, dass aber gesellschaftlich und politisch ganz andere Nüsse zu knacken sind, dass es hier wirklich um eine Art Paradigmenwechsel geht? Ja, mit der großen Besonderheit,
dass diesmal der Paradigmenwechsel eine auf Initiative von Unternehmen und durch Handeln von Unternehmer und Unternehmerinnen geht. Bisher waren die Unternehmer ja immer die, ich würde mal sagen, die potenziell auf der anderen Seite der Barrikade stehen, also sprich, die eher konservativ sind und sich nicht bewegen. Aber hier bewegen sich mal Unternehmer und Unternehmerinnen und fangen in ihrem eigenen Bereich damit an. Das heißt aber nicht, dass sie da aufhören sollen. Und das heißt auch nicht, dass dieser Kreis des Wandels auf Unternehmer und Unternehmerinnen beschränkt ist. Bevor wir in dieser Runde weitermachen, jetzt ein bisschen Musik der Berliner Band Früchte des Zorns, deren Songs man übrigens, ganz gemeinwohlorientiert, kostenlos über deren Website www.früchtedeszorns.net samt Texten und Akkorden zum Nachspielen herunterladen kann. Findest du, dass das hier das gute Leben ist? Findest du, dass das hier die Freiheit ist? Wir sagen, es geht uns gut, weil wir wissen, dass es auch schlechter geht. Wir warten brav darauf, dass die Zeit vorübergeht. Auf der Arbeit, die Augen auf der Uhr. Die Stunden zählen, das leise Seufzen auf dem Flur. Eine Berufung ist der Beruf meistens nicht, sondern eher ein Kompromiss mit Anwesenheitspflicht. Freunde werden ersetzt von Arbeitskollegen, mit denen wir täglich dann das gleiche Schicksal fliegen. Doch ich frag mich, was das für Reichtum ist, indem man selber auch nur eine Ware ist. Warum ist das normal? Können die anderen das besser ertragen? Wie sehr planen wir unser Leben nach den Bewerbungsunterlagen? Sag, ist der Mehrwert, den wir hier produzieren, wirklich mehr wert als das, was wir dadurch verlieren? Die Berliner Band Früchte des Zorns sang da gerade: Wir haben nur ein Leben und alles zu verlieren. Klingt auch mir angesichts der Herausforderungen, denen wir momentan gegenüberstehen, leider nur allzu realistisch. Die anstehenden globalen Probleme aber sind doch wohl weniger auf lokaler als vielmehr auf nationaler, wenn nicht gar nur auf internationaler Ebene zu lösen. Lieber Haro Kolshorn, wie stellt sich da im Moment die Gemeinwohlökonomie auf? Natürlich sind die nur auf globaler Ebene zu lösen.
Aber irgendwo muss mal die Sachen mit Henne und Ei, wo fängt man an? Also am besten fängt man bei sich selber an. Und da haben im Unternehmen gesagt, wir fangen bei uns an. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, wir hören bei uns auf. Und die Gemeinwohlökonomiebewegung hat hier in den letzten Jahren, finde ich, Hervorragendes geleistet, indem sie diese Gemeinwohlmatrix und das Element, das Werkzeug der Gemeinwohlbilanz immer weiterentwickelt hat, mit engagierten Menschen, die daran gearbeitet haben und in ständiger Rückkopplung mit den Unternehmen. Aber es fehlt jetzt eigentlich der andere Fuß, der politische Fuß, das jetzt wirklich offensiv nach außen zu tragen, nicht in dem Sinne, wir tun das, sondern auch die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass solch ein unternehmerisches Handeln mehrheitsfähig werden kann. Also mehrheitsfähig heißt, dass es wirklich viele tun und sich dann auch was ändert und die eben nicht nur in einer Nische verbleiben. Also es geht darum, Gutes zu tun und darüber zu reden und vielleicht nicht nur auf nationaler Ebene, in den Gesetzgebungsverfahren, die vielleicht anstehen, sondern auch auf internationaler Ebene. Gibt es da schon erste Schritte der Gemeinwohlökonomie? Es gibt zurzeit das Thema der nicht finanziellen Bilanz auf EU-Ebene. Also auch die EU hat gemerkt, dass die Unternehmen nicht bei den Verbrauchern nicht nur im Fokus stehen, ob sie gut wirtschaften, sondern auch, was sie wirklich leisten für die Gesellschaft. Und deshalb gibt es jetzt Vorschriften, dass große Unternehmen künftig eine Bilanz erstellen sollen über ihre nicht finanziellen Leistungen. Also sowas, wir haben die Finanzbilanz fürs Finanzamt sozusagen, genau. Eine Gewinn- und Verlustrechnung, wo knallhart die Fakten und die Zahlen auf dem Tisch liegen. Aber daneben soll es jetzt eine Nicht-Finanzbilanz geben, wo so Werte wie verhalten sie sich ökologisch, wie verhalten sie sich sozial, wie verhalten sie sich gemeinwohlorientiert. Ist das so richtig? Ja, das, was manche Unternehmen, auch große Unternehmen, schon freiwillig machen, wäre dann verbindlich. Also zunächst mal wirklich nur für große Unternehmen ab 500 Mitarbeitern. Und in diesen Prozess hat sich die Gemeinwohlökonomie eingebracht und es immerhin geschafft, einen in der Beratung entscheidenden Ausschuss der Europäischen Union davon zu überzeugen, dass die Werte der Gemeinwohlökonomie hier wirklich gute Dienste leisten könnten und als Grundlage dafür genommen werden könnten. Dieser Prozess ist jetzt noch in Gange. Er muss vor allen Dingen umgesetzt werden in nationales Recht. Das heißt also, die deutsche Bundesregierung muss da ein Gesetz vorlegen, wie das jetzt umgesetzt wird. Und hier versucht sich auch die Gemeinwohlökonomiebewegung einzubringen. Also es gibt auch schon Vorstöße auf europäischer Ebene. Nicht nur politische Vorstöße, sondern es gibt inzwischen auch sehr prominente Botschafter für die Gemeinwohlökonomie, die diese Vorstöße unterstützen könnten, wie zum Beispiel Jakob von Uexküll, der Gründer des Alternativen Nobelpreises, oder Sven Giegold von den Grünen im Europäischen Parlament, oder der Hirnforscher Gerald Hüther, oder der bekannte Völkerrechtler und ehemalige Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen, Manfred Nowak, und in aller Münchner Runde immer bekannt auch Konstantin Wecker. Also es gibt genügend Fürsprecher, aber es gibt eben nach wie vor auch in der Bankenwelt Fürsprecher. Deswegen habe ich mit der Pressesprecherin der Sparda Bank München, Christine Miedl, gesprochen und ich habe sie gefragt, ob die Sparda Bank im Moment die bislang einzige Bank in Deutschland ist, die nach der Gemeinwohlökonomie bilanziert, und warum sie sich dazu entschlossen hat. Ja, ist richtig. Die Sparda Bank München ist momentan die einzige Bank in Deutschland, die eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Wir haben uns schon sehr früh, so Anfang der 90er Jahre, damit beschäftigt, können wir die Bank entwickeln im Sinne eines ganzheitlichen Entwicklungsprozesses, und hatten schon sehr früh auch zu verschiedenen Themen der Familienmitarbeiterförderung zum Beispiel ein Team, auch ein Umweltteam installiert, auch ein Team, das sich mit Gesundheitsfragen beschäftigt. Und dann war so der nächste Schritt, das begann so 2010, zu schauen, wie können wir denn unser vielfältiges Engagement zum einen transparent auch nach außen sichtbar machen, aber zum anderen auch, wie können wir daraus auch eine Art Status quo, roten Faden entwickeln, wie es denn in der Bank konsequent weitergehen kann.
Wir haben uns dann sehr, sehr viele Nachhaltigkeitsberichte angeschaut von ganz verschiedenen Unternehmen, ganz verschiedenen Branchen. Und ich habe eigentlich immer so ein bisschen die Seele in diesen Nachhaltigkeitsberichten vermisst, weil sie austauschbar waren. Teilweise man das Gefühl hatte, es werden Textschablonen verwendet und auch keiner dieser Nachhaltigkeitsberichte wirklich konsequent beantwortet hat, wie kommt denn diese Nachhaltigkeit zustande. Also ich hatte bei 2, 3 Unternehmen, wo ich auch privat ein bisschen einen Einblick habe, konsequentes Gefühl, eigentlich 2 Unternehmen vor mir zu haben. Zum einen das Idealunternehmen, das im Nachhaltigkeitsbericht wunderschön beschrieben ist. Aber zum anderen, wenn man mit Menschen gesprochen hat, die in diesem Unternehmen gearbeitet haben, festzustellen, da passt die Realität nicht so ganz zu dem, was im Bericht steht, sind vielleicht 2 Unternehmen. Das heißt, bei Ihnen gehen diese Prozesse etwas tiefer, die Frage nach Nachhaltigkeit, die Frage nach Menschenwürde, ja. Solidarität, Einbindung der Kunden, all die wichtigen Punkte dieser GWÜ-Bilanz. Wie sieht dieser Prozess aus? Wie nehmen Sie die Mitarbeiterschaft mit? Wir haben zum Start, wir haben uns ja erstmals 2011 als Pionierunternehmen sehr schnell entschieden, eine Gemeinwohlbilanz erstmals für die Sparda Bank München zu erstellen. Zum Start keinen klassischen Prozess gehabt. Wir hatten schlichtweg keine Zeit mehr, die Mitarbeiter alle vorab einzubinden. Wir haben erstmal bilanziert im Sinne von, wir machen jetzt mal sichtbar, was ist und dann schauen wir weiter. Wir haben die Mitarbeiter dann nachgelagert in einer Veranstaltung im Frühjahr 2012 eingebunden, weil natürlich die erste Bilanzierung und auch die Reaktionen der Öffentlichkeit darauf erstmal Verunsicherung, aber auch Begeisterung bei den Mitarbeitern ausgelöst haben. Und deswegen haben wir die Mitarbeiter auf einer großen Veranstaltung dann konkret auch gefragt, welche Hoffnungen verbinden sie mit dem Engagement der Bank für die Gemeinwohlökonomie, aber auch welche Befürchtungen haben die Mitarbeiter. Und das Schöne bei dieser Veranstaltung war, da haben rund 600 Mitarbeiter teilgenommen, dass aus der Energie dieser Teilnehmer heraus, da wo es Befürchtungen gab, gab es immer auch Hoffnungen und im Dialog untereinander dadurch unser Engagement für die GWÖ eigentlich nochmal eine zusätzliche Schubkraft bekommen hat und sehr viel Überzeugung wahrgenommen hat. Das merkt man daran, Sie sind jetzt in der dritten Gemeinwohlbilanz bereits. Die haben Sie neulich publiziert. Und wenn ich mir den Vergleich zur allerersten anschaue und ganz schlicht und einfach mal auf die Gemeinwohlpunkte gucke, die ja nur symbolisch widerspiegeln, auf welchem Weg Sie sich bewegen, dann ist die Punktebilanz von 2011 332 und jetzt 5 Jahre später 559, also mehr als ein Drittel gewachsen. Das sieht danach aus, als hätte sich viel bei Ihnen im Unternehmen getan. Was hat sich da getan? Es ist einiges passiert. Wir haben natürlich im Bereich der Mitarbeiterförderung, wo wir traditionell schon immer stark waren, unser Engagement konsequent fortgesetzt, an einigen Stellen auch ausgebaut. Wir haben es der dritten Gemeinwohlbilanz geschafft, auch erstmals den ökologischen Fußabdruck der Bank sichtbar zu machen, indem wir eine CO2-Bilanz erstellt haben, was eine größere Herausforderung war, als ich zunächst angenommen hatte, war für uns aber auch wichtig, um zu sehen, woran müssen wir arbeiten in der Zukunft, im Sinne von, wo können wir weiter reduzieren, aber auch das Bewusstsein zu haben, wo können wir momentan nicht weiter reduzieren. Einer unserer größten CO2-Verbraucher ist zum Beispiel das Rechenzentrum. Aber eine Bank ohne Rechenzentrum wäre, glaube ich, in der heutigen Welt nicht vorstellbar. Ich glaube nicht, dass es unsere Kunden so toll finden würden, wenn wir das Online-Banking jetzt abschaffen würden. Und da haben wir dann aber auch drauf geschaut und gesagt, okay, wo können wir besser werden und wo können wir es nicht? Und deswegen haben wir uns auch entschieden und haben die Bank im Jahr 2014 dann auch klimaneutral gestellt, indem wir Zertifikate zugekauft haben. Mhm. Ich weiß, dass dieser Kauf von Klimazertifikaten so und so diskutiert werden kann und dass das von manchen auch kritisch gesehen wird. Das ist aus meiner Sicht auch völlig in Ordnung. Es wäre jetzt aber auch utopisch und einfach nicht ehrlich zu sagen, einer Bank gelingt es, 100% Klimaneutralität aus eigener Kraft zu erreichen. Das ist nicht möglich. Ungeachtet dessen sind die Zertifikate für uns aber kein Freibrief, sondern wir achten sehr konsequent darauf, und da sind wirklich alle Mitarbeiter mit im Boot, wie können wir den CO2-Ausstoß der Bank weiter reduzieren.
Die Sparda Bank München will aber nicht nur ihren CO2-Ausstoß weiter reduzieren, sondern auch eine transparente Anlagepolitik betreiben, indem sie zum Beispiel ihre Eigenanlagen veröffentlicht. Sie will ihren Fokus auf ihre 736 Beschäftigten weiter stärken und deren spezifische Talente für ein persönliches, auch inneres Wachstum fördern. Sie möchte insgesamt eine sogenannte, ich zitiere, Unternehmenskultur der Achtsamkeit entwickeln, wo die Menschlichkeit mit der Ökonomie wieder auf einer Stufe steht. Wer wissen will, was das im Einzelnen genau heißt und wie dies mit der Gemeinwohlökonomie zusammenhängt, kann auf der Website www.zum-wohl-aller.de mehr erfahren. Jetzt aber mal weg vom Thema Gemeinwohlökonomie und Unternehmen und hin zum Thema Gemeinwohlökonomie und Kommunen. Haro Kolzhorn, ich habe von einem Kommunalverband in Südtirol gehört, der auch nach der Gemeinwohlökonomie bilanziert. Wie ist das vonstatten gegangen und was ist davon zu halten? Im Grunde genommen sind natürlich Kommunen von Haus aus dem Allgemeinwohl verpflichtet und nicht irgendwie Gewinne zu erwirtschaften. Aber wie das dann im Einzelfall aussieht, naja, wir kennen das alles, da gibt es dann parteipolitisches Gezänk darum. Die Gemeinwohlmatrix, die es inzwischen eben auch in einer Extra-Ausfertigung für die Kommunen gibt, liefert hier ein gutes Hilfsmittel, weil sie eben jenseits von Parteiengezänk dieses Thema mal auf eine sachliche Basis stellt und die Gemeinde jetzt anhand dieser verschiedenen Kriterien ganz nüchtern überprüfen kann, was tun wir und wo haben wir Defizite. Insbesondere hat ja jede Gemeinde, zumindest jede größere, auch irgendwelche kommunalen Unternehmungen wie Wasserversorgung, Bauhof, städtische Schwimmbäder oder irgend so etwas. Und das sind meistens auch eigenständige Unternehmen, natürlich im Hand der Gemeinde oder nicht natürlich, leider inzwischen ja auch vieles privatisiert, aber abhängig von der Gemeinde. Und diese Unternehmen laufen natürlich sehr leicht Gefahr, sich zu verselbstständigen und irgendwie nur noch an die Wirtschaftlichkeit zu denken und nicht mehr ans Gemeinwohl. Und hier wäre eben die Gemeinwohlmatrix und eine Aufstellung einer Bilanz ganz besonders hilfreich. Und deshalb schauen die Kommunen auch hauptsächlich darauf. Vorreiter waren in der Tat, also einer der ersten, die das gemacht haben, 4 Gemeinden im Finchgau in Südtirol. Das sind aber Gemeinden, die eh schon, sage ich mal, ziemlich gut drauf sind. Es hat zum Beispiel in der Gemeinde Malz vor ein paar Jahren ein Bürgerbegehren gegeben, um den Pestizideinsatz auf dem Gebiet der Gemeinde zu verbieten. Und das Bürgerbegehren ist mit übergroßer Mehrheit durchgegangen. Stichwort Bürgerbegehren. Wäre es also auch durchaus denkbar, dass wir hier in München ein Bürgerbegehren richten an den Stadtrat München mit der Maßgabe, zum Beispiel die Stadtwerke München Gemeinwohl zu bilanzieren? Ja, natürlich. Dazu brauchen wir erstmal eine größere Bekanntheit dieser Bewegung, dieses Mittels der Gemeinwohlbilanzierung. Also es muss dahinter auch eine Öffentlichkeit stehen. Aber denkbar, ja. Ja, und dass nun auch deutsche, nicht nur südtirolerische kommunale Unternehmen nach der Gemeinwohlökonomie bilanzieren werden, zeigt ein Beispiel aus Stuttgart. Wie es der dortigen Lokalpolitik gelungen ist, die Gemeinwohlökonomie auch auf kommunaler Ebene zu verankern, habe ich Anna Deparnay-Grunenberg, Vorsitzende der Grünen, im Stuttgarter Stadtrat gefragt. Es beruht erstmal auf einer ganz persönlichen Recherche über Jahre lang, über die Art und Weise, wie wir wirtschaften, dass ich mich mit verschiedenen Konzepten eben auseinandergesetzt habe und dass ich bei der Gemeinwohlökonomie eben dann doch ein ziemlich konkretes Tool gefunden habe, was viele Ideen der ökologischen, der sozialen und überhaupt der Menschenwürdebewegung zusammenfasst. Und ich fand es auch so konkret. Du meinst damit die Gemeinwohlbilanz? Ganz genau, ich meine die Bilanz, diese Matrix, ich fand die auch so gut und so konkret, dass man sie ohne weit auszuholen wirklich mit Geschäftsführer von Betrieben einfach besprechen kann, den Nutzen, den so eine ethische Bilanz haben kann, erstmal überhaupt für das Unternehmen selbst und dann eben auch für die Gesellschaft, weil die Gesellschaft muss sich dann immer mal die Frage stellen, wie gehe ich mit Unternehmen um, die eben mehr investieren in ethischen Prozesse im Vergleich zu anderem. Also das hat mir ganz gut gefallen, weil es sehr konkret war. Ich habe auch gelernt in meiner
politischen Tätigkeit vor Ort in Stuttgart, dass die Stuttgarter gerne was ganz konkret haben. Und eben vor allem, wenn man mit Unternehmen spricht, dass es eben nicht nur visionär sein darf, sondern wirklich auch was Handfestes. Und dann habe ich auch meine Fraktion sozusagen über dieses konkrete Vorhaben der Bilanzierung, die es möglich ist für Unternehmen oder auch für Organisationen, erzählt und eingeführt und erstmal ein positives Terrain gefunden. Das ist sozusagen immer der erste Schritt. Die eigene Gruppe muss da auch überzeugt werden und muss da einem weitertragen. Und dann durfte ich im Namen der Ratsfraktion im Stuttgarter Rathaus dieses Thema, was doch ein bisschen noch originell manchmal klingt, im Namen der Grünen dann einladen. Und wir hatten ganz spannende Menschen auf dem Podium, die entweder mit der Gemeinwohlökonomie schon vertraut waren, weil sie selber eine Bilanz hergestellt haben, oder auch Menschen, die sich sehr viel als Unternehmer schon für die verschiedenen Themen mit anderen Bereichen, also noch nicht in der Bilanzierung, aber die von sich aus sagen, ökologisch habe ich schon große Schritte gemacht oder eben sozial, die waren auch auf dem Podium. Und was für mich eben wichtig war, dass ich Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen unserer eigenen kommunalen Unternehmen eingeladen habe. Und dadurch, dass wir Kommunalpolitiker auch in diesen Aufsichtsräten sitzen, waren natürlich auch da persönliche Kontakte da. Und welche Betriebe waren da zum Beispiel mit dabei? Also wir hatten zum Beispiel den Geschäftsführer der Stadtwerke und Geschäftsführer von der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Wir hatten Repräsentanten der Landesmesse, wir hatten Repräsentanten von dem Hafen, wir haben einen Hafen GmbH, wenn man so will, auch von der SSB, also von unserer städtischen Verkehrsgesellschaft, unserer ÖPNV, da war auch einer der Geschäftsführer sogar auf dem Podium. Wir hatten auch Privatunternehmen und Startups und das war für mich immer wichtig, weil ich glaube, das ist der Schlüssel bei der Gemeinwohlökonomie und bei der Gemeinwohlbilanzierung, ist, dass die Unternehmer selbst merken, sie haben Lust, etwas zu tun für die Welt. Die wollen etwas zurückgeben. Sie merken, sie sind sehr eingeengt durch die Gesetzgebung und durch die Profitmaximierung, die ja auch sogar im Aktienrecht drin ist oder einfach überhaupt immer gewollt ist, egal wo man guckt. In der Gemeinde sind ja die Kassen der Gemeinden ja auch immer klamm und die Bürger haben viele Wünsche und alle sind immer am Drücken. Und trotzdem ist der Wunsch von vielen Menschen, die in der Wirtschaft sind, eben auch etwas zurückzugeben oder zumindest gewisse Schritte zu machen. Und du meinst, dass die GWÖ-Bilanzierung da Handreichungen gibt? Ja, genau. Sehr konkret. Man kann erstmal eben, wie der Name sagt, durch die Bilanz das eigene Unternehmen unter die Lupe nehmen. Auch vielleicht manchmal kommt man zu dem bitteren Schluss, dass man da dachte, hier ist man sehr, sehr gut und dann merkt man, man ist nur im Mittelfeld. Vielleicht merkt man aber, oh, bei Teilhabe, dadurch, dass ich jemanden habe, der eine Behinderung hat, einfach ganz natürlich bei mir eingestellt, bin ich ja sehr positiv bewertet. Und andersrum merke ich vielleicht, wo ich komplette blinde Flecke habe, wo ich dachte, ich bin sehr mitbestimmt und ich merke dann, ich bin aber eigentlich ein mittelständischer Betrieb mit einer ganz stringenten Führung. Und da merkt man einfach durch die Bilanzierung, wo bin ich im Vergleich zu den anderen sehr gut, gut, mittelgut oder vielleicht sogar gar nicht gut. Einfach ein nüchterner Blick auf sich selbst hilft immer, sei es persönlich oder eben als Gruppe oder als Organisation oder Unternehmen, um nachher die richtigen Schritte zu machen. Gibt es denn jetzt schon die erste GWÖ-Bilanz eines dieser städtischen Unternehmen? Das ist jetzt noch zu früh. Nein, es gibt sie nicht. Wir haben private Unternehmen, die sich von sich aus zertifizieren ließen. In den letzten Jahren sind ungefähr 10 in Stuttgart, eher kleinere Betriebe. Und von den Unternehmen der städtischen Gesellschaft haben wir jetzt 2 oder vielleicht 3, die sich bereit erklärt haben, ein erstes Screening zu machen. Ist das alles ein ganz freiwilliger Prozess oder gab es dann offiziellen Stadtratsbeschluss, in dem es heißt, alle städtischen Unternehmen müssen bis dem und dem Zeitpunkt GWÖ bilanzieren? Nein, es war ein freier Beschluss und das war uns auch wichtig, weil wir merken, dass die Gemeinwohlbilanz schon ein tiefgreifendes Instrument ist. Und wenn der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin gar keine Lust drauf hat, dann wird es nichts. Es ist ein Prozess, was man anstoßen muss in der Führung, aber auch in der mittleren Führungsebene bis unter zu dem Mitarbeiter und zu den Kunden und zu den Lieferanten. Und da muss man auch etwas Positives damit verbinden. Sonst wird es letztendlich auch ein riesiger Papierkampf. Und da ist dann nicht diese Bereitschaft dahinter, damit was machen zu wollen. Deswegen sind wir so rangegangen, dass wir den Antrag ganz konkret gestellt haben. 100.000 Euro werden für die Gemeinwohlökonomie vom städtischen Haushalt beiseite gestellt.
Und der erste Teil ist, 30.000 Euro werden verwendet, um eine Gemeinwohlveranstaltung zu machen und eine Veranstaltungsserie mit einer großen Auftaktveranstaltung, die jetzt am 16.06. stattgefunden hat, die auch erfolgreich war, und kleinere Workshops, um eben sowohl private Unternehmen einzuladen, sich mit dem Konzept überhaupt zu beschäftigen und auch eben die städtischen nochmal zu informieren, mit dem Wissen, dass der zweite Teil eben des Antrags waren, 70.000 Euro für städtische Unternehmen, die freiwillig gerne diese Bilanz machen. Welche zwei oder drei Betriebe sind es jetzt ganz konkret in Stuttgart? Das kann ich jetzt noch nicht nennen. Wir sind sozusagen in der Eruierungsphase und da komme ich ja auch direkt zu dem Punkt, dass es da auch eben Begeisterte gibt und es gibt dann doch Berührungsängste. Und da muss ich sagen, leisten wir Pionierarbeit und ich wünsche mir, dass sehr viele Kommunen auch jetzt nachziehen, weil als ich diesen Antrag vorgeschlagen habe, meiner Ratsfraktion, ist die häufigste Reaktion heutzutage, man googelt, man guckt, ob es woanders andere Kommunen gibt, die es bereits gemacht haben. Und wenn ja, wenn es zwei, drei andere große Städte im deutschsprachigen Raum bereits gemacht haben, dann springt man diese erste Hürde. Aber irgendjemand muss es ja auch als Erster machen. Und ich denke, das ist genau auch dieser Prozess. Wir haben sehr viele Geschäftsführer von privaten wie von öffentlichen Unternehmen, die wirklich harmonieren mit den Zielen dieser Bilanz und sagen, das wäre doch auch schöner für mich, wenn ich mal nachweisen könnte, ich brauche jetzt da mehr Geld und kann erstmal weniger Rendite bringen, weil ich in dem und dem Bereich wirklich Fortschritte gemacht habe für die Gesellschaft. Und die brauchen Tools und sie haben Lust dazu, aber immer der Erste zu sein. Was passiert dann letztendlich, wenn nachher die Bilanz, die normale Finanzbilanz, und da merkt man schon, wie schlimm das ist, dass eigentlich die normale Bilanz nur die Geldbilanz ist und nicht das, was beim Unternehmen wirklich rauskommt, nämlich Dienstleistungen, Produkte. Also wenn die Finanzbilanz eben dann im Keller nachher liegt, weil man sehr viele Schritte gemacht hat und dann womöglich dann eben seinen Geschäftsführerposten nicht mehr behalten kann, da sind natürlich große Ängste da. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Bestandteil dieser Bewegung, diese Ängste wegzunehmen. Erstmal ist es einfach ein nüchterner Blick auf die Bilanz. Wir in Bayern schauen sehr bewundernd ins Nachbarland Baden-Württemberg. Nicht nur, weil jetzt in der Landeshauptstadt Stuttgart sowas wie eine Kommunal-GWÖ-Bilanz zumindest angestoßen worden ist, sondern auch im Koalitionsvertrag, der neulich zwischen Schwarz-Grün geschlossen wurde, steht was zur Gemeinwohlökonomie drin. Kannst du dazu was sagen? Wie ist es dazu gekommen und was steht da drin? Ja, ich denke, die Landesgrünen und eben verschiedene Gruppierungen bei uns Grünen sind uns bewusst, dass wir neue Tools brauchen. Man muss ja auch immer, das ist die Kunst von Politik, man muss gemeinsame Berührungsbereiche finden. Wir haben mit unseren konservativen Partnern doch auch viele Menschen, die ethisch motiviert sind. Die nehmen vielleicht nicht die gleichen Wege, aber wenn man sie da packt, gibt es kaum jemand in der CDU, der sagen würde, der ist dafür, dass Leute, die vernünftig mit ihren Mitarbeitern umgehen und die vernünftig mit den Grundgütern Wasser und Luft umgehen, dass sie sozusagen geschadet werden. Das sagt keiner und deswegen muss man sie packen und sagen, da haben wir aber ein Instrument. Vielleicht lass uns das probieren. Und ich denke, da über dieses ethische Wirtschaften konnte man da sich gut doch vereinbaren. Und so haben wir das eben mit der CDU als Pilotprojekt erstmal vereinbart auf der Landesebene, dass wir unsere Landesbeteiligungen, also da kommen in Frage Bodensee-Wasserversorgung oder eben das Messewesen, verschiedene Art von Unternehmen sind eben in Beteiligung des Landes. Und dass wir da auch ein Pilotprojekt oder mehrere Pilotprojekte mit der Gemeinwohlbilanzierung machen und dass wir auch mit Hilfe eben von Universitäten ein Forschungsprojekt starten, das auch zu begutachten, was hat es gebracht intern in dem Prozess, was hat es vielleicht gebracht in der Kommunikation mit den Unternehmen und was hat es gebracht in der gesamten Branche, weil dann hebt sich natürlich ein Unternehmen dann ab und vielleicht möchten dann die anderen Unternehmen das auch nachmachen. Und wir wollten gerne dann nachher diese Studie einfach zur Analyse der Gemeinwohlbilanz eben auch der Privatwirtschaft zur Verfügung stellen. Gib dich nicht auf und weißt du nicht genau, was du noch fühlst und was noch in deinem Herzen wohnt. Das ist nicht das Ende, mit der Zeit werden Dinge kommen, für die sich das Weiterleben lohnt. Nimmst dich nicht aus mit all den Drogen und mach auch einmal deinen Computer aus und hast du auf dich selbst und andere betrogen. Komm, wir
suchen meinen Weg heraus. Schmeiß dich nicht weg, und wenn du auch am Boden liegst. Und wenn du nicht mehr kannst, dann ruh dich aus. Tu dir nicht weh, und wenn du auch verzweifelt bist, tritt dir doch nicht noch selber in den Bauch. Schrei es heraus, mach was kaputt. Vielleicht hilft das heute einfach durch die Nacht. Ich weiß, auf Dauer ist das keine Lösung, aber vielleicht will die Ohnmacht dadurch etwas macht. Und wenn du glaubst, dass das schon das Ende ist, du bist größer als du bist. Und scheint alles auch so grau und unendlich trist, du bist größer als du bist. Du bist größer. Du bist größer, du bist größer als du bist. Du bist größer, du bist größer, du bist größer als du bist. Und das kann dir keiner nehmen, solange du am Leben bist. Du bist größer als du bist. Und ich schütte dich durch, du bist größer, vergiss. Du bist größer als du bist. Ach komm, ich schreib's dir auf die Hand. Du bist größer, vergiss. Du bist größer als du bist. Du bist größer. Du bist größer. Du bist größer als du bist. Du bist größer, du bist größer, du bist stärker als du bist. Ja, wenn man die Anna aus dem Stadtrat Stuttgart so hört, da könnte man richtig neidisch werden auf die Verhältnisse in Baden-Württemberg, oder, Haru Kolshorn? Was tut sich denn in Sachen Gemeinwohlökonomie hier in Bayern? Außer dass bereits unsere Verfassung schon sehr prominent in Artikel 151 für sie wirbt, wo es wörtlich heißt, ich zitiere, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. In der bayerischen Verfassung stehen noch viel mehr schöne Sachen. Zum Beispiel in Artikel 157, dass die Kapitalbildung kein Selbstzweck ist, sondern der Entfaltung der Volkswirtschaft dienen soll. Diese Verfassung ist 1946 wohlbemerkt in einer Volksabstimmung verabschiedet worden. Und sie gründet eben auf den schrecklichen Erfahrungen von Weltwirtschaftskrise, Faschismus und Krieg. Und da waren damals unsere Verfassungsväter wirklich in vielen Gedanken der Zeit voraus oder zumindest auf der Höhe der Zeit. Ja, da hat ja in Bayern die Gemeinwohlökonomie schon fast einen Verfassungsauftrag. Ja, kann man so sagen. Also Verfassungsauftrag wäre es. Und deshalb ist auch das, was wir wollen, ja nichts irgendwie Umstoßendes, sondern eigentlich die Verwirklichung des Verfassungsauftrages. Und es geht auch darum, die Verfassungswerte zu leben, nicht nur im staatlichen Bereich, sondern auch im wirtschaftlichen. Vielleicht ist es der Geist dieser Verfassung oder überhaupt dieser Zeit, der noch so ein bisschen durch Bayern weht und deshalb hier eine eigentlich recht starke Bewegung der Gemeinwohlökonomie hat entstehen lassen. Mhm. Naja, gut, es ist natürlich jetzt nicht nur der Geist, es ist auch die Nähe zu Österreich. Gemeinwohlökonomiebewegung hat ihre Wurzeln in Österreich und ist jetzt hier einfach über die Grenze geschwappt und da war Bayern dann das Nächste. Und hat sich schon auch ganz schön gut hier verankert. Wie sieht denn jetzt die bayerische Lage für die Gemeinwohlökonomie so aus? Ja, also wir haben gut Fuß gefasst. Wir haben seit 2011 einen ansehnlichen Kreis von Pionierunternehmen, die schon damals an die Öffentlichkeit getreten sind. Wir haben auch den Grad der Organisierung und organisatorischer Strukturen hier nach und nach aufgebaut, haben im letzten Jahr einen Verein gegründet. Wir wollten das nicht übers Knie brechen, weil Verein ist auch kein Selbstzweck, sondern Ausdruck einer Bewegung. Das haben wir jetzt seit dem Jahr. Und die wesentliche Basis nach wie vor sind die Unternehmen, die sich entschlossen haben, in diese Richtung zu wirtschaften
und entweder schon den Prozess abgeschlossen haben oder ihn gerade gehen, mit Hilfe der Gemeinwohlbilanz in diese Richtung zu gehen. Mhm. Aber wir haben seitdem, wir wollen auch anderen Bürgern, anderen Menschen die Möglichkeit bieten, bei uns mitzumachen. Uns ist ja völlig klar, das geht zwar aus von Unternehmen, aber darf dann nicht beschränkt sein. Wir haben also 4 Fokusgruppen ins Leben gerufen. Das eine sind die Unternehmen. Das andere ist Bildung und Wissenschaft, denn es ist ungeheuerlich wichtig, was in diesem Bereich auch aktiv zu werden und den Gedanken der Gemeinwohlökonomie in die Bildung einfließen zu lassen. Mhm. Andererseits auch Kontakte zur Wissenschaft zu knüpfen, weil ja auch vieles noch erforscht werden muss, wie denn nun mal volkswirtschaftlich ein Leben ohne Wachstum aussehen könnte. Wir haben eine Fokusgruppe gemeinwohlorientiertes Leben. Da geht es eben darum, wie Menschen, die jetzt nicht Unternehmer sind und von daher einen Gestaltungsspielraum haben im Unternehmen und was ändern können, wie diese Menschen in ihrem alltäglichen Leben den Werten der Gemeinwohlökonomie entsprechend leben können. Und vor allem und auch jetzt endlich, sage ich mal, sogar eine Fokusgruppe Politik, wo es darum geht, uns auch in das politische Geschehen einzumischen. Nicht im Sinne einer Parteipolitik, aber im Sinne einer Bewegung, die ihre Werte in den öffentlichen Raum transportieren möchte. Mhm. Ich weiß, dass ihr gestern gerade eure letzte Vorstandssitzung der Gemeinwohlökonomie Bayern hier hattet. Was ist da jetzt gerade so Thema? Woran arbeitet ihr ganz konkret? Wir hatten ja vorhin schon gesprochen über diese EU-Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung, zur nichtfinanziellen Bilanzerstellung. Wir möchten das als Ansatzpunkt nehmen, um in eine solche politische Arbeit hineinzukommen. Wie gesagt, die muss in nationales Recht umgesetzt werden. Hier können wir versuchen, unseren Einfluss geltend zu machen und damit auch in den politischen Raum hineinwirken. Das war jetzt gestern mal das Hauptthema. Also Lobbyarbeit im besten Sinne, vielleicht auf nationaler Ebene, auch in Berlin beim Justizministerium. Auf allen Ebenen. In diesem Fall natürlich müssen wir uns ans Justizministerium in Berlin, in der Bundesregierung wenden, ist klar. Aber Politik sollte jetzt nicht nur immer auf den oberen Etagen stattfinden. Wir hatten es vorhin mit den Gemeinden. Also je näher an den Bürgern, desto besser. Mhm. Weil wir möchten eine Bewegung der Menschen sein. Und die ganze Politik krankt im Moment daran, dass viel zu viele Entscheidungen auf Ebenen stattfinden, die von den Menschen ewig weit weg sind. Alles runterholen, nah an die Menschen. Und wenn man darauf aufbaut, dann kann man auf allen politischen Ebenen auch wirken. Und dann kann auch Europa mal für die Menschen wieder näher sein. Mhm. Wer sich weiter zur Gemeinwohlökonomie hier in Bayern informieren will, der möge auf die Website www.gwö-bayern.org klicken. Oder wenn er Interesse hat an der internationalen Bewegung, dann bitte schlau machen über www.ecogood.org.